Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Wie ihr sehen könnt, jetzt auch auf Yu-Gi-Oh! Pro, also Dev Pro Online unterwegs. Hab mir mal das Programm runtergeladen. Ich muss echt sagen, ist eine coole Sache. Doch eigentlich um einiges besser als Dueling Network. Man kann viele Sachen selber gestalten. Hintergrund, oben Lebenspunkteanzeige, habe ich auch noch nicht gemacht. Was ich schon erstellt habe, sind meine eigenen 666 Flake Hüllen, wie ihr sehen könnt, mit Drago Sackets Artwork. Und man hat hier auf jeden Fall auch eine sehr coole Replay-Funktion, die es mir als YouTuber um einiges leichter macht, Duell-Videos für euch hochzuladen. Hab hier auch mal ein erstes Duell-Video für euch am Start von Yu-Gi-Oh! Pro, also Dev Pro Online. Und ich habe mein Dragon Ruler Deck gespielt gegen ein Hero Fusion Deck. Und ich wollte in dem Duell auf jeden Fall Obelisk beschwören. Ist mir auch gelungen. Aber das Programm hat mir mehr oder weniger einen Strich durch die Rechnung gemacht, da der Obelisk unter den letzten 7 Karten war. Jedoch, Super Verjüngung kann da um einiges nachhelfen, um bis auf 10 Karten runterzuziehen und dann Obelisk dann doch noch im Endeffekt zu bekommen. Setzt euch einfach mal an, YouTube, euer 666 Flake. Hier ein Destiny End Dragon, ist auf jeden Fall auch mal wieder eine sehr coole Sache. Kartenzerstörung und Superverjüngung am Anfang. Totally broken. Ja. Okay. Die mag schon super Verjüngung. Noch 11 Deckkarten und noch keinen Obelisk gezogen. Jetzt kommt noch ein Max 10. Und da kommt wenigstens ein Gold-Sarko nach. Und noch ein Gold-Sarko. Relativ spät. Ja, jetzt wird erstmal das Feld geleert und Obelisk mit Sarko angezählt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich zwar Schluss machen, aber an der Stelle kann ich auch noch so lange warten, bis Obelisk am Start ist und ihn beschwören. Guckt euch einfach an. Hier noch ein LADD auf der Hand genommen. Auch nicht beschworen. Obelisk um jeden Preis. Und jetzt geht die Action richtig ab. Genau auf Null gebracht, ein Gegner. Auch eine lustige, nette Sache. Ja, und das war das erste Duell hier von Yu-Gi-Oh! Pro, was ich euch auf YouTube vorstelle. Ich muss echt sagen, richtig cooles Programm. Daumen hoch dafür. Das war's für heute, YouTube. Euer 666 Flake.